Euch herzlich zu dem nächsten Panel Vinyl Comeback. Wir haben heute hier zwei bzw. drei, wir warten auf den dritten, Vinylhersteller, Produzenten oder Händler. Wir haben gesehen bei den Zahlen, beim Trend, dass Vinyl voll im Trend ist. Wir haben letztes Jahr, wenn man den Zahlen glauben mag, 40% mehr Absatz erreicht mit Vinyl. Wir haben 2013 1,4 Vinyl-Schallplatten verkauft, allein in Deutschland. Das ist der höchste Stand seit 1992. Und ja, wenn ich mit Künstlern oder Managements auch spreche, wird immer gesagt, ja, auf alle Fälle, ihr braucht Vinyl, ganz wichtig. Nicht nur digital oder CD, weil das haptische Gefühl, was wir davon haben, oder das, ja, wir sehen oft das Vinyl auch als Kunstwerk mit dem Plattencover, mit den Texten in der Hand. Und das wollte ich jetzt mal klären, ob das wirklich so ist, auch die ganzen Prozesse, wie lange dauert das? Dauert das wirklich gerade so lange, Vinyl pressen zu lassen, wie man hört? Woran liegt das? Was gibt es hier für Möglichkeiten? Wir haben ja wunderbare Vinylscheiben schon mal hingestellt, was möglich ist. Ja, und ich würde gerne anfangen mit dem Rainer Maillard von Emil Berliner Studios. Der wird euch jetzt in ungefähr 10 Minuten, ne? Plus, minus, vorstellen, was die so machen, was die euch anbieten können im Bereich Vinylproduktion. Und ja, übergebe dann das Wort an dich. Ja, mein Name ist Rainer Maillard. Könnt ihr mich verstehen? Ja. Von den EMI Berliner Studios. EMI Berliner, da sind wir schon beim Thema, war der Erfinder der Schallplatte und auch des Grammophons. Und nicht nur das, er hatte damals nicht nur die Hardware erfunden, sondern auch die Software, hat mehrere Schallplattenlabels gegründet als erster. Unter anderem vor über 100 Jahren die Deutsche Grammophon-Gesellschaft. Die hatte natürlich die ganze Zeit Recording-Studios und auch Presswerke und Mastering-Studios und alles, was dazugehörte. Und nach haben die sich getrennt, wie alle Schallplattengesellschaften, von dem Recording-Bereich, so dass wir vor 6 Jahren eigentlich das ganze Equipment übernommen haben und als selbstständige Studios weitermachen. Zum Schluss war auch noch eine Vinyl-Schneider-Anlage übrig, die wollte keiner haben, haben wir genommen. Vor 4 Jahren sind wir dann umgezogen. EMI Berliner war Hannoveraner, hat aber seine Erfindung in Amerika gemacht. Aber seine Brüder waren in Hannover, also war auch die erste Schallplattenfabrik von Europa, war hier in Hannover. Unser Studio war eben 100 Jahre lang auch in Hannover, jedenfalls seit dem Krieg. Und wir sind dann vor 4 Jahren nach Berlin gezogen, unter dem Meistersaal, in das gleiche Gebäude, wo auch Hansa-Tonstudio sind, und betreiben eigentlich ein Recording-Studio und Vinyl-Mastering. Wir haben also eine Vinyl-Schneidanlage. Am Anfang braucht man ja immer ein Master, was man pressen kann, und man braucht alles Technische dazu, um die Musik so gut wie möglich auf diese Master raufzubekommen. Heute sind ja die meisten Produktionen rein digital. Sehr viele Zuspieler für Vinyl sind auch digital, aber wir haben auch ein, und das ist vielleicht etwas Besonderes, eine reine analoge Suite, sodass wir auch komplett analog überspielen können. Das heißt, entweder für Menschen, die mit einem Tonband kommen und dann den ganzen Prozess des Masterings analog haben wollen, oder aber sie kommen mit digitalen Files und wir machen das ganze Mastering analog. Ich zeige mal ganz kurz, wie sowas aussieht. Also am Anfang steht sozusagen immer das Tonstudio, was das Band so weit wie möglich aufarbeitet. Und dann gibt es eine Lackfolie, oder, das sind zwei Begriffe, Kupfer. Man kann auf zwei Arten schneiden, entweder Lackfolie oder Kupfer. Wer das genauer wissen will, soll mich hinterher fragen. Eine Lackfolie sieht einfach so aus, das ist einfach eine schwarze Scheibe. Die ist erstmal ein bisschen größer als nachher die LP. Eigentlich ein Aluminiumträger und außen ist eine Art schwarzer Lack drauf. Der kommt auf eine Maschine, die eigentlich aussieht wie eine riesen Plattenspieler, dreht sich, die Scheibe wird von unten ziemlich stark angesaugt mit Vakuum, die dreht sich und darüber ist ein Schneidstichel, der dann die Rille reinschneidet. Wenn das fertig ist, geht das in die Fabrik und davon wird über einen galvanischen Prozess ein Abzug gemacht. Und der ist nachher aus Metall, der sieht so aus, und da gibt es Vater, Mutter, Pressmatrize, und die wird nachher eingespannt und da kann man pressen. Was wir also machen, ist
der Schnitt und alles, was dazugehört, um die Musik so gut wie möglich in die Rille zu bekommen. Es gibt sehr viele Kunden, die eben ein spezielles Vinyl-Mastering machen, weil die Schallplatte andere Eigenschaften hat als die CD. Und es war ja so am Anfang, als die CD vor 30 Jahren eingeführt waren, haben alle gesagt, die CD klingt schlecht. Das lag vielleicht auch daran, dass am Anfang man so aufgenommen hat und die CD so gemastert hat, wie man für das LP gewohnt war. Heute hört man häufig, die LPs klingen nicht mehr so gut. Die haben früher viel besser geklungen. Unsere Überzeugung ist eigentlich, dass der Grund ist, dass man für CD und für LP unterschiedlich ja, auch mastern muss, sogar aufnehmen muss, um sozusagen die Vorteile beider Systeme optimal zu haben. So kommt es also durchaus vor, dass Leute ein anderes CD-Mastering machen und ein anderes Vinyl-Mastering. Dann gibt es noch eine Besonderheit. Wir sind ja eigentlich ein Aufnahmestudio und kein reines Mastering-Studio. Und wir sind in einem Gebäude, wo es einen kleinen Konzertsaal gibt und wo wir haben ein Tonstudio und es gibt in dem Haus noch mehrere Tonstudios. Und wir haben eine Schneidanlage und haben gesagt, wie kann man das alles so verbinden? Und wir haben angefangen, vor 3 Jahren Direktschnitte zu machen. Also Direktschnitte ist eigentlich das perfekte Aufnahmesystem für Vinyl. Eigentlich bis 45 waren alle Aufnahmen direkt. Das heißt, irgendwo steht ein Musiker. Ganz am Anfang stand er vom Trichter, später vom Mikrofon. Aber direkt auf der anderen Seite der Scheibe war eine Schneidanlage und es wurde direkt geschnitten. Es gab noch kein Tonband und man hat also den ganzen Prozess des Schneidens, des Mischens, des Masterns, des Beeinflussung fällt weg. So wie die Musiker spielen, so wie es aus dem Mischpult kommt, wird es direkt geschnitten. Also eine Königsdisziplin, was ganz Besonderes, das ist eine kleine Marke. Wir haben auch ein kleines Label gegründet, was nur Direktschnitte herstellt, die auch nur vertreibt, nur auf Vinyl. Man kann es nicht downloaden, man kann es nirgends hören, auch keine Rundfunkanstalt spielt, weil die spielen nur noch digitale Files, vollkommen analog. Aber das ist so eine spezielle Art und es gibt jetzt mittlerweile auch Musiker und Bands, die das total klasse finden, die machen ihre digitalen Produktionen und dann kommen sie zu uns ins Studio und sagen, jetzt machen wir etwas, ja, unplugged und es geht direkt in die Rille und ist dann auch nur auf Vinyl. Soweit. Besten Dank, Rainer. Ihr könnt danach noch Fragen stellen. Wir haben jetzt Handle with Care, Raik Hölzel, der euch das Unternehmen vorstellen wird. Ich räume dir noch deine Scheiben auf. Ja, genau. Ach so. Das war so. Alles klar. Prima. Dankeschön. Wir warten noch auf Diskpartner. Der Kollege hat sich verfahren. Kann das nur sein, aber wir schauen mal, ob er dann kommt. Sonst können wir dann gleich starten mit den Fragen, Antworten. Magst du anfangen? Okay. Hallo. Ich bin Raik Hölzel. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch oder alle von euch Deutsch verstehen. In case anyone speaks English, please come back later to me and we can talk about everything directly. Ich arbeite für die Firma Handle with Care. Wir sind ein Tonträgerhersteller, seit 3 Jahren auch Merchandise mit, aber hauptsächlich Tonträger. Die Firma gibt es seit 16 Jahren inzwischen. Wurde gegründet von meiner Frau Silke, die auch im Publikum sitzt, ganz alleine. Inzwischen arbeiten über 16 Mitarbeiter bei uns. Wir arbeiten für, ich glaube, momentan fast 1000 Kunden, Labels, Bands etc. weltweit. Sprechen 5 Sprachen bei uns in der Firma, um über japanische, englischsprachige, skandinavische Kunden alle bedienen zu können und auch zu bedienen. Angefangen haben wir mit Vinyl. Die ersten Jahre haben wir auch ausschließlich Vinyl hergestellt. Das hat sich dann, ich würde mal sagen, so um die Jahrtausendwende dann noch ein bisschen so 2003, 2004 mit erweitert, weil viele natürlich immer auch andere Formate, CDs und sonstige Sachen mit angefragt haben, DVDs. Das Ganze fing an eigentlich, also unser Background ist hauptsächlich im Musikbereich, also wir haben selber alle mit Musik zu tun gehabt.
machen auch zum Teil unsere eigenen Labels, also einige Mitarbeiter. Das heißt, wir sind stark verwurzelt in der Musikszene, viel elektronische Musik, was quasi auch dazu geführt hat, dass wir eben mit Vinyl angefangen haben, weil die elektronische Techno-Dance-Szene hat quasi den ersten Vinyl-Boom, nachdem Vinyl ja schon für tot erklärt wurde in den 90ern, quasi wieder mit hervorgerufen. Und wir sind da quasi die Protagonisten gewesen, das Ganze halt in die herzustellen und eben auch herzustellen für kleine Kunden, auch für Kleinauflagen, Kleinstauflagen. Das heißt, wir haben irgendwie von Anfang an immer sehr, sehr kleine Auflagen auch mit angeboten. Auch als es noch größere Auflagen die Regel waren. Ich springe jetzt einfach mal so ein bisschen hin und her. Wir haben so ein paar Beispiele und ein paar Muster mitgebracht von Sachen, die jetzt gerade ganz aktuell hergestellt wurden oder so aktuell das repräsentieren, was so auf dem Vinylmarkt momentan so en vogue ist, viel gemacht wird, viel gefragt ist. Und da sieht man, das sind alles relativ aufwendige, sehr prachtvolle Geschichten. Angefangen hat das Ganze komplett umgedreht, nämlich mit Techno-Produktion, Dance-Produktion. Da ging es um eine 12-Inch, die aufgelegt werden sollte. Die steckte in einer Disco-Bag, in einer ganz normalen klassischen schwarzen oder weißen Hülle, manchmal auch nur in einer Papiertasche. Und heute ist das quasi komplett umgedreht. Die Startauflagen haben sich auch sehr geändert. Wenn so die durchschnittliche Startauflage vor, sagen wir, 10 Jahren noch bei 600-700 Stück lag, wo durchaus auch die größeren Labels oder große Produktionen mit 5.000, 6.000 LPs oder 12 Inches gestartet sind. Das hat sich gewandelt. Heute ist die durchschnittliche Startauflage liegt bei ca. 300 Stück und bei einer Nachauflage liegt das ebenfalls ein bisschen höher, so bei 300, 350 Stück. Das heißt, man sieht schon, dass sich da in dem Bereich was geändert hat, was vielleicht so ein bisschen konträr zu dem läuft oder erscheint, was wir gerade als neuen Vinylboom wahrnehmen oder der ja auch tatsächlich da ist. Ich erzähle noch mal ein bisschen was zu unseren Stückzahlen, die wir so produzieren im Jahr. Also wir sind ein Broker, also wir haben kein eigenes Presswerk, sondern wir vermitteln quasi Aufträge, führen Aufträge zusammen, das ganze vielfältige, was zu einer Schallplatte am Ende dazugehört, irgendwie über die Schallplatte an sich, die Musik, das Mastering-Studio, Packaging, sonstige Specials, Aufkleber, Einschweißung etc. Das bringen wir alles zusammen und suchen den jeweils besten, schnellsten, preiswertesten oder sonst wie präferierten Hersteller, Tonträger, Vinylhersteller her. Wir arbeiten momentan mit drei sehr, sehr guten europäischen Presswerken zusammen. Zwei davon sind in Deutschland, eins ist in Frankreich. Und unsere Auflage, die wir im Jahr quasi mit der Gesamtheit unserer Kunden momentan machen, liegt bei, dieses Jahr werden es wahrscheinlich wieder 2 Millionen oder über 2 Millionen werden. Das ist eine Zahl, die zum letzten Mal erreicht wurde, ca. 2006, 2007. Da hatten wir schon mal so ein Hoch, wo wir sehr, sehr viel produziert haben. In der Regel haben wir die ersten 5, 6 Jahre immer so ca. 1 Million Schallplatten pro Jahr produziert. Das ist dann gestiegen in den 2009er, 2010er Jahren ist das Ganze dann abgesunken und seit 3 Jahren gibt es quasi einen permanent nach oben gehenden Boom. Worum liegt es jetzt, dass, das ist ja so die Frage bei ganz vielen Labels, vielen Kunden, dass die Lieferzeiten gerade sehr, sehr hoch sind, sehr, sehr lang sind. Ich habe gerade einen Artikel gelesen aus dem Independent über den britischen Markt. Da sind die Lieferzeiten momentan bei bis zu 3 Monaten, bis man irgendwie quasi seine Produktion bekommt. Das ist natürlich irgendwie sehr, sehr problematisch für viele Labels, die zum einen nicht so hohe Startauflagen machen können, sondern die sehr kalkulieren müssen und sagen, wir fangen mal mit einer kleinen Auflage an und dann irgendwie auf die Nachauflage, die dann eventuell kommt, weil die Produktion ganz gut läuft, die Band auf Tour geht, dann wiederum nochmal 3 Monate warten müssen. Das ist irgendwie durchaus problematisch. Die Gründe dafür sind, wenn man sich nochmal die Zahlen anschaut, dass 2007 circa bei uns im Hause 2 Millionen gepresst wurden und dieses Jahr wir wieder 2 Millionen Schallplatten machen werden. Der Unterschied dabei ist, dass wie gesagt vor über 6, 7 Jahren die Mehrzahl der von uns hergestellten Tonträger oder auch die Mehrzahl der insgesamt weltweit hergestellten Tonträger, Vinyl-Schallplatten, eben die einfache schwarze Schallplatte war. Und das Ganze in einer relativ schlichten Standard
Stecktasche, meistens eine unbedruckte oder eben auch eine einfarbig oder vierfarbig einfache Stecktasche, wo die Vinyl drin steckte. Heutzutage ist im Prinzip der Standard schon fast so wie hier, dass es ein farbiges Vinyl geben muss, das ist Standard, oder auch noch aufwendigere Vinyle mit Spritzern drin, mit partiell Clear Vinyl oder Picture Disc oder sonstige Gadgets. Und so eine bedruckte Innentasche ist Standard. Ein Gatefold Cover wie hier ist auch sehr, sehr häufig, haben wir sehr, sehr viel. Wie hier gleich zwei unterschiedlich farbige Sachen. Hier gibt es noch mal eine Platte, wo, das sieht man nicht, könnt ihr euch die nachher mal aus der Nähe anschauen, wo halt eine Etching drin ist, also quasi eine Art Prägung, wo irgendwie ein Text aus einem Song irgendwie reingeprägt ist in das Vinyl. Das ist halt sehr, sehr aufwendig und braucht Zeit. Das heißt, die tatsächlich gepresste Menge an Tonträgern hat sich zwar durchaus auch erhöht über die letzten Jahre, aber vor allen Dingen ist es so, dass die Zahl der einzelnen Produktionen höher geworden ist und vor allen Dingen der Aufwand, das Aufwendige im Verpacken und auch in der Konfiguration der Schallplatte selber sich extrem gewandelt hat. So, das heißt, wenn man das vereinfacht sagt, wo es vor 7 bis 10 Jahren noch schlicht um die Musik ging, die aufgelegt werden musste und aufgelegt werden sollte und die Leute zum Tanzen bringen sollte, geht es heute vor allen Dingen darum, dass das Gesamtprodukt Vinyl-Schallplatte einfach catchy ist. Es ist ganz klar ein Marketing-Tool geworden, was man auch bei den Auflagen ganz klar sehen muss. Eine Auflage von selbst so etwas Aufwendigeres, was natürlich in der höheren Stückzahl hergestellt wurde, aber in der auch eine normale Schallplatte, die dann in 250, 300 Auflage hergestellt wird, rechnet sich nicht, weil die einzelnen Stückkosten viel zu hoch sind, als dass man sie zu einem normalen Händlerverkaufspreis noch mit Gewinn oder Kostendeckung verkaufen könnte. Das heißt, Vinyl ist ein klares Marketing-Tool geworden. Es ist sehr, sehr wichtig, es ist catchy, es ist sehr attraktiv, es ist toll, es sieht natürlich auch einfach immer besser aus, es ist schöner, aber es ist halt auf jeden Fall auch ein Lifestyle- und Marketingprodukt geworden, im quasi Marketingprozess vieler Labels essentiell notwendig geworden. Das heißt, viele, gerade im elektronischen Bereich, Labels arbeiten inzwischen schon so, dass sie auf die CD komplett verzichten. Eine Vinylauflage gibt es auf jeden Fall und dazu noch den Download-Code. Und was können wir noch dazu sagen? Das Aufwendige ist natürlich irgendwie eine Geschichte, was dann zum Beispiel eben auch so ein Partner wie uns für viele Labels sehr komfortabel macht oder zum Teil auch irgendwie unabdingbar macht, weil wenn man überlegt, dass irgendwie in so einer normalen Produktion inzwischen halt so Sachen sind wie ein Extra-Cover, verschiedenfarbige Vinyle, es gibt noch ein Poster, was beigelegt, es gibt noch das Kärtchen mit dem Download-Code, es gibt noch einen Sticker drauf mit den Tourdaten und so weiter und so fort. Das sind alles Prozesse, die entweder von verschiedenen Herstellern geleistet werden oder eben auf jeden Fall im gesamten Bestellprozess sehr genau getimt werden müssen, weil bevor nicht diese ganzen einzelnen Komponenten zusammengestellt sind, wird die Vinyl-Pressmaschine nicht angeworfen. Das heißt, um diesen ganzen Prozess zusammenzuführen und zu optimieren und so schnell wie möglich zu machen, ist halt das, was wir machen, was wir für unsere Labels machen. Und es gibt natürlich dann eben auch gerade im Indie-Bereich, was unsere Hauptkunden sind, immer wieder Veränderungen, nochmal Last Minute, dass einem da plötzlich einfällt, dann muss ja noch das mit drauf und das noch mit drauf oder man könnte noch in die andere Dinge noch verbessern und so weiter oder man muss auch einfach nochmal 10-mal den Preis nachfragen und optimieren, weil natürlich das Ganze auch immer sehr, sehr kostengünstig trotz allem sein muss, weil die Budgets nicht größer werden. Und mal schauen, ob ich mir noch irgendwas hier so notiert habe, was vielleicht jetzt hier so außerhalb der Diskussion von Relevanz wäre. Ja, ich sag vielleicht nochmal so die Presswerke, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist nicht unwichtig, weil das Thema Vinyl ist ja vor allen Dingen irgendwie auch so ein Thema geworden, also in Bezug auf lange Lieferzeiten und so weiter und so fort, weil die Maschinen, mit denen Schallplatten produziert, hergestellt werden, in der Regel aus den 60ern, maximal noch aus den 70er Jahren stammen. Seitdem wurde halt keine neue Maschine mehr gebaut und alle Maschinen, mit denen jetzt gepresst wird, sind quasi historisch und werden immer wieder optimiert und das haben sehr, sehr viele Presswerke in der Vergangenheit, in den letzten 20, 30 Jahren nicht mehr gemacht. Viele haben irgendwie Vinyl ganz abgeschrieben und es gibt nur wenige Presswerke, die dort hinein investiert haben und weiterhin investieren, alte Maschinen zum Teil noch irgendwo aufkaufen, zum Teil in Übersee oder in Fernost und die dann sehr, sehr aufwendig
wieder herrichten, damit quasi die Produktionskapazitäten erhöht werden. Und das sind in Deutschland unsere beiden Partner Optimal und Pallas aus Niedersachsen, und in Frankreich ist unser Partner MPU. Alle drei haben sehr, sehr viel investiert in den letzten Jahren, um dort im Vinylbereich einfach wesentlich, wesentlich effizienter zu arbeiten als vor Jahren noch. Und auch um nochmal den Kollegen von den EMEA Berliner Studios anzuschließen, in die Qualität des Vinyls, in die Klangqualität wurde auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel investiert. Es gab gerade im Techno-Elektronik-Bereich sehr viele Leute, sehr viele Spezialisten, Freaks, die aus dieser vermeintlich quasi abgeschlossenen, aus diesem Format irgendwie nochmal wirklich sehr viel rausgeholt haben durch Optimierung, durch sehr viel Know-how, durch Präzision bei den ganzen technischen, mechanischen Prozessen, die es gibt. Und unsere Erfahrung ist, dass die Vinyl-Schallplatte, wenn die entsprechende Produktion im Vorfeld natürlich da ist, heute besser klingt als eine Produktion aus den 70er Jahren. So, das ist zumindest von der Klangvielfalt, von der Klangwiedergabe. Und man kann eine heutige gut produzierte Schallplatte, Vinyl-Schallplatte, durchaus einer CD gleichsetzen. Von der Klangwärme und so weiter scheiden sich immer die Geister. Auf jeden Fall ist das, was eine Schallplatte heutzutage wiedergeben kann, absolut hochwertig. Damit würde ich, glaube ich, jetzt auch abschließen von meiner Seite. Okay, vielen Dank. Ja, Diskpartner steckt noch im Taxi, dann würde ich sagen, kommt ihr einfach dann dazu. Rainer, wenn du auf die Bühne kommen möchtest, wir würden dann jetzt Fragen und Antworten. Man möchte ich dann auch... Silke, möchtest du nicht mit hochkommen? Na, komm hoch. Die Geschäftsführerin von Handle with Care, Silke Maurer, kommt dann auch nochmal hoch. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen, habe ich erfahren. Danke, Matthias. Ich bin Dagmar Rumpenhorst zu Nizas, habe in den letzten 4 Tagen ein Seminar an der Berlin Summer University of the Arts, also auf Berlinerisch UDK Berlin, geleitet. Da ging es um das deutsche Musikbusiness. Und das ist so der grüne Abschluss heute auf dieser Messe oder Konferenz. Und das Panel, was wir hier haben mit Vinyl Comeback, ist so ein Bestandteil auch von Digimedial, dem Zertifikatskurs, der an der UDK 2 jährlich, ne, stattfindet. Genau. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich gebe einem von euch das Mikrofon, renne mit dem anderen hin und her und ihr könnt dann Fragen stellen. Okay. Hat jemand Fragen? Ganz speziell, okay. Ladies first? Na ja, gut, dann nicht. Wie wichtig ist das Equipment zum Abspielen der Platten? Du kannst ja nicht so einen 0815-Plattenspieler nehmen. Was empfehlt ihr denn so als moderates Mittelmaß? Ja, das ist genau der Unterschied zwischen digital und analog. Bei digital ist heute, wenn es in großen Stückzahlen sind, die Qualität einfach gewährleistet. Das ist ein Chip. Ja. Ein CD-Player kann man auch in der Herstellung für ein paar Euro wahrscheinlich herstellen. Alles, was mit analog ist, heißt immer, weiß nicht, ich habe irgendwann mal gehört, doppelte Qualität, 10-facher Preis. Es gibt natürlich schon auch, keine Ahnung, für 400 Euro sehr gute Plattenspieler und Systeme. Aber nach oben ist sehr viel Luft. Wie alles Analoge, es kann sein, dass ein Plattenspieler am Anfang gut ist, nach einer Weile schlägt ein Lager aus, dann ist er nicht mehr gut. Also digital funktioniert oder funktioniert nicht, analog muss eingestellt werden, justiert. Und mir nützt auch nicht der teuerste Plattenspieler, wenn das System zu schwer ist oder schief steht oder die Nadel mal verbogen ist. Man muss solches Equipment schon genau justieren und ein bisschen nachdenken. Genauso wie man eine Platte vorsichtig behandelt, eine CD muss man nicht mehr vorsichtig behandeln. Braucht analoges Equipment ein bisschen Sorgfalt. Wobei ich dann auch einen ganz anderen Ansatz mitbringen würde, weil die meisten von uns hören, selbst wenn sie Vinyl hören, kaufen trotzdem die meiste Musik übers Handy, über irgendwelche ähnliche MP3-Player etc. etc. Und wir dürfen nicht vergessen, dass was wir da hören, ist ja quasi nur ein Drittel von dem, was eigentlich irgendwann mal aufgenommen wurde. Und wir sind damit eigentlich in der Regel zufrieden. Wir haben irgendwie vielleicht uns noch so eine schöne Bose Soundbox dazu geholt so, und schließen unser Handy daran oder unseren MP3-Player. Und was dabei rauskommt, ist trotzdem nur ein Drittel der Musik eigentlich so. Das heißt irgendwie,
ich würde jetzt das Kaufen von einer Schallplatte nicht davon abhängig machen, dass ich keine 5000 Euro für einen Schallplattenspieler zur Verfügung habe, sondern ich denke, dass es irgendwie, dass es durchaus, wie du schon gesagt hast, irgendwie so gute Schallplattenspieler für 400 Euro gibt. Ich würde, glaube ich, auch keinen CD-Player unter 400 Euro kaufen, wenn ich überhaupt noch einen CD-Player kaufen würde. Aber ich denke, dass es gibt auch Schallplattenspieler, Vintage-Plattenspieler habe ich jetzt neulich mal im Netz gesehen, aus den 60er Jahren, tragbare Dinger, so, die sind natürlich mit Sicherheit irgendwie nicht qualitativ adäquat zu dem, was man heute kaufen kann, aber ich glaube, es funktioniert am Ende alles so. Es hat eher damit was zu tun, wie wichtig einem das Ganze ist. Ist es irgendwie für einen halt quasi was ganz, ganz Besonderes, also quasi ein hochwertiges Kulturgut. Manche machen in ihre Bücher, die sie kaufen, Ecken rein, manche schlagen sie noch extra ein Papier ein, so ist das da ganz genauso. Ich persönlich habe seit über 10 Jahren meinen alten Technics MK2, bin sehr zufrieden damit, habe nie was machen müssen, außer mal die Nadel gewechselt und fertig ist, aber es gibt mit Sicherheit auch Ähnliches für die Hälfte des Preises. Okay, danke. Ich wollte mal fragen zu den Presswerken. Ihr meintet ja, dass das alles Vintage-Maschinen sind, die das herstellen. Also könnte man solche Maschinen nicht mehr bauen heutzutage? Und ist man da auf das angewiesen, was es quasi noch gibt? Genau so sieht das aus. Lisa. Man könnte die natürlich theoretisch bauen, aber wenn ich mal mutmaße, dass so eine Entwicklung von so einer Maschine oder der Nachbau von so einem Teil in die Millionen geht, rechnet sich das Ganze halt eben wieder nicht mehr. Kein Presswerk würde jetzt irgendwie so viel investieren können, um sich quasi 10 oder 20 so eine Maschine zu kaufen, die dann quasi ja fast in Einzelarbeit hergestellt wurden. So eine Maschine, eine Herstellung von einer Maschine rechnet sich erst, wenn da, weiß ich nicht, 10, 100, 1000, 500.000 vielleicht davon oder 20.000 davon hergestellt wurden. So. Und das passiert eben nicht so. So groß ist der Markt ja dann eben doch nicht. Also Vinyl ist halt einfach trotzdem eine Nische. Es ist eine sehr, sehr stabile Nische, eine sehr gute, schöne Nische, aber es ist halt trotzdem eine Nische. Und das ist wie mit allen Produkten in allen anderen Bereichen, wo es nicht genügend Markt gibt, so gibt es eben auch nicht genügend Investitionen. Und es ist sehr viel Handarbeit. Also es nützt nicht nur eine Maschine, sondern man braucht auch das Personal dafür. Und auch das kann man nicht ohne weiteres aus dem Boden stampfen. Ich will ja Silke zu dem Thema mal, dass ich finde das immer so eine ganz besondere Geschichte, so dieses, weil ich vorhin davon gesprochen habe, wie heutzutage eben, oder das ist nicht nur heutzutage, aber wie so Sachen, die vergessen, in Vergessenheit geraten sind und dann zum Teil nochmal durch irgendwelche Freaks aus der Musikszene halt wiederbelebt wurden, wie man halt das Vinyl von heutzutage auch optimieren kann. Da gebe ich so das Stichwort Mütterstecher. Ich finde das so eine geile Geschichte, vielleicht kann Silke das mal erzählen. Klingt ein bisschen anstößig, ist es aber überhaupt gar nicht. Da ja so ein paar Geschichten, die ja so über Jahre kursieren, und da gibt es halt Abteilungen in Presswerken, wo ein Mensch, der wirklich den Beruf hat, der sich Mütterstecher nennt, ja, sitzt, der jede einzelne Matrize nochmal mit dem Mikroskop nachschaut, ja, ob in der Rille vielleicht doch noch was nicht so richtig ausgepresst wurde oder richtig bei der Galvanik verarbeitet wurde. Und das sind alles so Erfahrungswerte, die sich auch über einfach Jahre weiter gesprochen haben und die Presswerke ja auch erstmal dann wieder ja, haben müssen oder jemand dafür haben müssen, der sich da auskennt. Ja, und deswegen denke ich, dass aus dem Grund so Neuinvestitionen, es gibt ja ein Presswerk hier in Europa, das ist Record Industries, die haben relativ neue Maschinen, ich müsste jetzt lügen, vielleicht Sandra von NPO weiß die neueren, ja, aber selbst da standen vor 3-4 Jahren einige Maschinen halt still, weil eben der Markt das nicht mehr hergab. Jetzt sind die auch ausgelastet, klar, weil wir momentan so viel Nachfrage haben, aber eine Neuinvestition lohnt sich einfach da, glaube ich, nicht. Das macht niemand. Ich kenne auch Geschichten, dass es ein Schweizer älterer Herr gab, der überall rumgereicht wurde zwischen den Presswerken, weil nur der wusste, wie diese Mutter oder diese Schraube gedreht werden konnte von der alten Neumann-Maschine oder Tulex Alpha, ne, was viele noch benutzen. Und ist halt alles nicht so einfach. Okay, ja, komme ich nochmal rüber. Also nochmal der Begriff Mutterstecher. Also am Anfang steht eine Lackfolie. Die kann man auch auf dem Plattenspieler abspielen. Ist ein bisschen weicheres Material. Wenn man die so hat, ist hier natürlich sofort Staub drauf.
Das geht in die Galvanik und der Staub wird natürlich rausgewaschen. Alles, was nicht rausgewaschen wird, wird mit galvanisiert. Das heißt, es gibt jetzt ein Negativ, das ist der Vater, da sind die Rillen nicht rein, sondern stehen raus. Und ein Staubkorn, was sich hier mal in der Rille versteckt hatte, ist jetzt negativ Metall. Davon wird wieder ein galvanischer Abzug gemacht. Das ist dann die Mutter, die kann man abspielen, die ist aus Metall. Da sind die Rillen wieder nach innen und das Staubkorn ist drin. Nicht aus Staub, sondern aus ganz hartem Nickel. Macht Klack. Jetzt gibt es der Mutterstecher, der hat einen Plattenspieler, der hört dieses Scheibe hier ab. Und dann kommt er an diesen Klick, an den Staubkorn und dann scratcht er danach, ja, macht mit dem Filzstift genau dort einen Strich, weil da hört er den Klick. Und dann nimmt er einen kleinen Riss, die Rille ist 1/10 Millimeter breit ungefähr, nimmt er einen kleinen Riffel, ganz spitz, und er kann ja nichts sehen, weil er da will, und fühlt diesen Staubkorn und kratzt den weg. Dann hört er sich das an, hat er zu viel gekratzt, muss alles normal gemacht werden, also das ist richtig Handwerk. Und dann ist er weg und dann sagt er, okay, und dann hört er sich so die ganze Platte durch. Das ist der Mutterstecher, weil er in der Mutter das nur wegmachen kann. Und die Mutter ist sozusagen der zweitletzte Produktionsschritt. Danach wird eine Pressmatrize davon wieder gemacht, die hat wieder das Negativ, also die Rillen gucken raus und die presst nachher das Vinyl. Ich möchte kurz noch Sven Seibert vorstellen von Discpartner. Er hat sich leider verfahren. Ja, du kannst jetzt einfach mal so reinsteigen. Ne? Mikrofon kannst du da hier nochmal dich kurz vorstellen und dann können wir dann vielleicht die nächste Frage beantworten, falls die Frage beantwortet war. Sie beantwortet? War sie beantwortet? Nee, noch nicht. Okay. Okay, dann mache ich mal eine kurze Vorstellung. Also ich bin Sven Seibert, wie gesagt, arbeite seit 3 Jahren bei Discpartner, bin im Customer Service tätig und kümmere mich hauptsächlich um Vinylkunden, also auch um Auftragsabwicklung etc., auch um Beratung. Ja, das ist so mein Hauptaugenmerk im Betrieb. Ich denke, ich werde das jetzt wohl nicht als ganze Präsentation machen, wie vorbereitet, sondern nur kurz fassen. Also wir sind seit über 20 Jahren in der Branche tätig, in der Medienbranche. Und gerade im Vinylbereich haben wir den Aufschwung gemerkt. Und dazu, vielen Dank, dazu auch unser neues Brand, was 2012 entstanden ist, vinylherstellung.de. Damit wollten wir auch wirklich auf die Nachfrage reagieren, die von vielen Leuten kam. Und es ist auf jeden Fall merklich, was passiert in der Vinylindustrie, sage ich mal. Ja. Da wir gerade beim Frage-Antwort-Spiel waren, möchte ich jetzt nicht länger unterbrechen, sondern gebe wieder weiter. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ich möchte mal einen Schritt weitergehen, weil wir enden jetzt quasi mit der fertigen Platte. Ich gehe davon aus, dass wir, die wir sitzen, sehr viele davon selbstvermarkte Künstler sind oder selbstvermarktende Labels sind. Wir haben ein Label, was seit 5 Jahren ausnahmslos Vinyl macht. Und unsere Erfahrung ist, dass es auf der einen Seite deutlich teurer ist als CDs. Auf der anderen Seite haben wir, was bei Konzerten die Erfahrung ist, einen unglaublichen Umsatz. Weil Leute, die zu Konzerten gehen und am Merchandise-Tisch sind, die kaufen Vinyl. Und das kriegen sie sonst nicht. Ja? Ich meine, das, was die Medienmärkte haben an diesem läppischen kleinen Stand mit 50% recycelter Major-Zeugs, ist nicht das, was die Leute wollen, das kriegen sie sonst. Das heißt, das sind unsere Erfahrungen extrem gut, was die Verkäufe angeht. Und sie sind auch extrem gut, beispielsweise, was den eigenen Mail-Order angeht. Man muss aber auch sehen, wenn man selbst vermarktet ist als Label oder Künstler, wenn man mit Vertrieben zusammenarbeitet, zahlen Vertriebe so gut wie gar nichts für Vinyl. Da ist immer noch quasi so diese Mischkalkulation. Wir machen Vinyl und CDs. CDs kosten ganz, ganz wenig, Vinyl kostet ganz, ganz viel. Also nehmen wir mehr Marge von der CD als von Vinyl und gleichen das insofern aus. Das muss man dann schon wissen, wenn man quasi im Vertrieb ist. Man muss natürlich auch wissen, dass es regelmäßig, wenn Record Store Day ist, dass es regelmäßig dann auch Probleme gibt mit Presswerken und mit Zeit etc. Dato, da hast du mal eine Frage. Matthias hat eine Frage oder eine Anmerkung? Also mich würde wirklich einfach erstmal ganz basic-mäßig interessieren, wie fängt man jetzt sowas an, wie viel Geld muss man ungefähr einplanen für ein Basis-Setup, gern nehmen wir ja so eine kleine Pressung von 300 Stück,
Wie viel muss man da jetzt für einplanen, wenn man jetzt halt über für seine Konzerttourneen jetzt sowas mit anbieten möchte? Und ja, vielleicht, was für ein Spitzenprodukt hätten Sie da noch oder ein besonderes Produkt, was man dann da vielleicht mal genauer angucken sollte? Also eine 300er Pressung würde sich jetzt mal einfach pauschal gesagt mit einem Standard-Cover und sage ich mal, in der Standardkonfiguration ist man im Dreh bei 1400 Euro netto. Das wäre so schon mal das Preisliche. Wenn es natürlich um spezielle Produkte geht, ist der Preis, kann man den Preis natürlich nicht mehr ansetzen. Aber da haben wir zum Beispiel eine Sache, die ich auch mitgebracht habe. Das wäre dieses Kombipack. Das ist so eine Eigenentwicklung von uns. Das ist halt die Vinyl hier in der Stecktasche mit der CD in Kombination. Und für viele Leute auch interessant, die beide physische Medien anbieten wollen und das gerne machen. Natürlich ist heute eher das Augenmerk auf gerade diese Internetgeschichte, Downloadcode plus Vinyl, das passt einfach. Man hat einerseits das Haptische plus andererseits den digitalen, den mobilen, ja, mobilfähige Daten, sage ich mal. Und wenn ich jetzt mit dem Master komme, dann wie lange dauert das dann, bis das ungefähr dann ich physisch in Hand habe? Das ist halt gerade die schwere Sache zur Zeit. Aktuell? Heute? Aktuell? Morgen? Aktuell, ich meine jetzt 10 bis 12 Wochen. Das war vor einem halben, dreiviertel Jahr noch bei circa 6 Wochen. Dadurch, dass die Kapazitäten nahezu komplett ausgeschöpft sind in allen Bereichen des Vinyls, ist da nicht viel zu machen zur Zeit. Es kommt auch kaum Kapazität dazu, das merkt man. Da könnte man sich jetzt fragen, liegt es daran, dass die nicht an die Nachhaltigkeit glauben, der Vinyl, dass sie lange am Markt bleibt und lange so erfolgreich bleibt? Das wäre eine Fragestellung dazu. Auf jeden Fall gibt es derzeit nicht so viele Kapazitäten, die extra dazu kommen. Also ich kann ja nur dem Bereich des Masterings, also des Schnitts, sagen. Einmal, es gibt Schneidanlagen, die in der Welt benutzt werden, sind alle mindestens 20 Jahre alt. Es werden keine gebaut. Es gibt vielleicht Überlegungen, mal sowas wie zu entwickeln, aber das ist so komplex, das Zusammenspiel zwischen Mechanik und Elektronik. Wir haben zum Beispiel eine der bekannteste Schaltmaschinen ist von der Firma Neumann hier aus Berlin. Da steckt so unendlich viel mechanisches Know-how drin, das könnte man auch gar nicht mehr so ohne weiteres sagen, ich baue jetzt eine neue Schaltanlage. Da bräuchte man riesen Budgets und gibt es nicht. Und solange es die Schneidanlagen auf dem Markt gibt, gibt es dann auch Spezialisten, die reparieren die. Die Szene kennt sich und das Problem, alle sind froh, wenn sie ausgelastet sind. Meine Frage war ja jetzt ja gerade jetzt in dieser Runde, was würde bei Ihnen das kosten ungefähr? Also oder machen Sie keine Aufwand? Genau, also wie gesagt, unser Studio spezialisiert sich eigentlich auf hochwertige Schnitte, weil es gibt Schneidstudio, die haben mehrere Maschinen im gleichen Raum und die werden einfach, das Band wird aufgelegt und irgendwo wird einfach nur geschnitten und da wird noch nicht mehr richtig zugehört. Man kann auch erstmal 3 Stunden sich mit dem Band beschäftigen, gucken, wie kann man das optimieren, wie stark schneide ich, Probeschnitte machen, anhören, nochmal einen Probeschnitt vergleichen. Bei uns kostet eine Lackfolie im Standard 145 Euro. Braucht man 2 von, ist man bei 290 Euro. Das geht dann in die Galvanik, in der Fabrik, muss natürlich auch nochmal wechseln. Also ihr macht sozusagen die Vorarbeiten und noch nicht die Vervielfältigung dann? Wir machen nur den Schnitt. Okay, danke. Und okay, bei uns verhält sich das nochmal ganz anders, weil wir mit mehreren Schneidestudios zusammenarbeiten. Momentan glaube ich mit 6 Stück innerhalb Europas verteilt und mit dem Kunden erstmal besprechen, was willst du, Lackschnitt, DMM-Schnitt etc. Muss ein Mastering gemacht werden oder schneiden wir 1:1? Ganz, ganz großer Unterschied, liefert der Kunde professionelle Vormaster an oder muss das Mastering-Studio noch viel verändern? Das ist schon mal das, was vorab bei uns geklärt wird. Erster Punkt weg, wo man sagt, kann ab 300 Euro anfangen, kann bis 500, 600 Euro gehen, wenn der Engineer da 5-6 Stunden noch rummastern muss. Des Weiteren arbeiten wir mit 3 Presswerken, wie Reik schon gesagt hat, die sich preislich für uns alle gleich liegen, weil wir seit 16 Jahren mit denen arbeiten, mehr oder minder. Und ja, so eine reine Vinylproduktion, was ihr eben da angesprochen habt, 12-Inch-Platte, schwarzes Vinyl, 4C-Label, 4C-Cover, liegt ein
bisschen unter dem, was du genannt hast. Ich möchte aber überhaupt kein Preisdumping oder uns jetzt da so anbieten. Was ist denke ich aber, hat auch aber mit unserer Größe zu tun. Hausnummer ungefähr, also. Also so ab knapp über 1000 Euro plus minus, ja, also netto jetzt gesehen. Ne? Ich rede meistens von Nettopreisen, weil wir auch viele ausländische Kunden machen oder es eben ins Ausland geschippt wird, kommt ja auch immer drauf an. Das ja, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Bei uns ist es, denke ich, unserer Größe geschuldet. Wir sind, würde ich mal sagen, in Deutschland der größte Broker mit 2 Millionen Vinyl. Das ist ja schon ein ganz schönes Sümmchen, was wir da machen und haben natürlich dementsprechend auch von unseren großen Partnern die entsprechenden Preise. Gibt es sogar vielleicht noch eine Zahl, wie viel jetzt weltweit im Jahr neu hergestellt werden? Ich habe die nicht, weil ich mich wirklich absolut in der Indie-Szene bewege. Ob Reik recherchiert hat, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich nur, falls, nur sagen, einfach zur Übersicht. Wenn du das weißt, super, ich bin da so. Ja, ja. Also was ich, also Statistik aus 2013 besagte, dass der Umsatz wohl bei 19 Millionen Schallplatten pro Jahr lag. Also Umsatz oder Absatz? Also Absatz, Entschuldigung, versprochen. Genau, Absatz lag bei 19 Millionen Schallplatten. Wow, ein Zehntel, wow. Aber ja, das ist schon sehr ordentlich. Also das ist, was ich gelesen habe. Von der GfK war die Statistik gestellt. Und was man dazu noch sagen muss, es hat sich von 2012 zu 2013 sogar um über 40% gab es eine Steigerung nochmal. Also enorme Größen, die ja, jetzt in Deutschland war das sind. Mit der 40. Ah, okay, dann war das in Deutschland 45%, genau. Aber es ist ja so, dass der Absatz eben in Deutschland doch, ich glaube, fast 75% physisch eben noch ist, im Vergleich zu skandinavischen Ländern, wo dann der digitale Markt dann doch regiert. Ne? Und ich denke, das physische kommt, das Vinyl dann dazu, meine ich zumindest in der Statistik. Das ist richtig, auch in UK ist der digitale Anteil deutlich höher als in Deutschland. Genau, wir sind halt noch ein haptisches Land und ja, deswegen haben wir heute, ich weiß nicht, ob jetzt noch eine Frage ist, eine abschließende. Ja, noch eine hätten wir. Dann müssen wir schon weiterreichen an Get a Gig, ne, anschließend. Und so, ich komme. Mich würde interessieren, wie der Vergleich ist zwischen Doppelvinyl und einfacher Vinyl vom Preis, einfach ganz grob. Der Preis ist natürlich schon mal, ja, der Unterschied ist schon mal sehr eklatant. Man hat natürlich dann dieses Clubcover, was schon vom Druckpreis her deutlich höher liegt. Wenn ich mich nicht täusche, müssten wir da bei ca. 2.100 Euro liegen. Mit einer Doppel-LP, 12-Inch, mit farbigen Etiketten und einem Clubcover, 350 Gramm Karton. Das wäre so circa, damit kann man rechnen, netto. Okay, last but not least. Also einfaches Doppelte. Es ändert sich nichts. Du machst zweimal den Schnitt, zweimal die Galvanik, zweimal die Vinyle. Das Einzige, was sich ändert, dass du vielleicht ein Gatefold Sleeve machst, was letztendlich etwas günstiger ist als ein normales Leaf, wenn du ein 5mm Cover machst, wo du die beiden nebeneinander reinschiebst, ist es auch wieder günstiger, aber letztendlich nimm eine normale 12-Inch Rechen das Ganze doppelt und du hast den ungefähren Preis. Ich stelle mal vielleicht so sogar die letzte Frage, ich würde gerne von euch wissen, aus jeweils der eigenen Sicht, bei dir wahrscheinlich eher so aus der Audio-Engineering-Sicht, bei euch dann mehr vom Vertrieb oder irgend sowas, keine Ahnung. Was sind so die größten Fehler und was gebt ihr so zum Beispiel jungen Musikern oder Produzenten an die Hand, um zu sagen, so kriegt ihr eine coole Vinyl am Ende raus? Oder mit was schlagt ihr euch da rum? Was sind die typischen Sachen? Also ich fange mal bei uns an. Typische Sachen sind sehr viele junge Musiker, die gar keine Vinyle gemacht haben oder überhaupt nicht wissen und ganz, ganz große Vorstellungen haben und Träume und Ziele. Unsere kleine Geschichte, vor 2, 3, 4 Jahren, ein junger Typ reingekommen mit seiner Blutkonserve. Kein Witz, Blutkonserve. Ich möchte mein Blut im Vinyl. Und wir alle schon so auf unseren Sitzen, was jetzt? Ja, also ja, habe ich bei Puff Daddy gesehen. Der war im Presswerk und hat seine Blut, also sein Vinyl. Er sagt, ja, kann ja sein, bei Puff Daddy geht das bestimmt auch. Der mietet sich auch mal das Presswerk für einen Tag. Und das sind so diese Träume, wo du sagst, wo fängt es an, wo hört es auf? Und
was willst du dem dann sagen? Der war dann total angepisst und hat gesagt, ja, ihr seid ja so eine Loser und ihr habt ja überhaupt nicht drauf, dann geh halt nach Amerika, da ist alles möglich, ja. So viel zu dem, was also was die Kunden für Wünsche haben oder ja, gibt so viele Sachen. Ansonsten finde ich, hat sich von der Zeit an, ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Szene, vorher bei einigen Vertrieben gearbeitet, nicht viel geändert. Es bleibt gleich. Man ist gleich entweder gut strukturiert oder, ich meine es jetzt nicht böse, gleich verpeilt und man kämpft immer mit denselben Sachen, mit den Grafikern, die ganz große Träume haben, wie es aussehen könnte und sollte, aber wenn du es ausdruckst, ist das Cover nur mal 3 Meter lang und 55 breit, weil er eben nicht weiß, wie er es ja, kleiner gerechnet kriegt oder nicht mit den Grafikprogrammen arbeitet. Erster großer Stolperstein, du hast das Master, er hat den Sound gemacht, aber die Grafikdaten, 3 Wochen lang, ja, jetzt ist er aber gerade auf irgendeinem Konzert, etc., tralala, dann bis zur Auslieferung, ja, der hat aber gestern Nacht aufgelegt, der war nicht da, der hat UPS nicht gehört. So, das sind so die Stolpersteinchen, ansonsten alles wie gehabt, zumindest bei uns in der Indie-Szene. Audiomäßig gibt es das Problem, dass vieles, was jetzt digital absolut möglich ist, ganz viel Power in den ganz hohen Frequenzen oder in den Tiefen oder Phasen, bei Vinyl an die Grenzen stößt. Man muss sich vorstellen, die Nadel nachher, das Absatzsystem bewegt sich und alles, was sagen wir Mono ist, bewegt sich links, rechts. Da ist die Nadel sehr geführt. Kann sich aber auch nach oben und unten bewegen und regelrecht rausspringen. Und das kann ich mit einem Signal, was tieffrequente Phasen ist, ganz leicht machen. Und wenn ich so ein Master anliefer und das ist drauf, dann muss ich entweder die Platte ganz leise schneiden, was nicht gut klingt, oder ich muss es Mono machen, dann ist der Künstler wieder nicht zufrieden. Also es gibt Limitierungen, was die Platte gut kann. Und man kann das ganz schnell die Platte schlecht klingen lassen, wenn man schlecht abmischt oder schlecht mastert. Also ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt und das betrifft auch, was Silke gesagt hat, die Grafik. Es gibt halt eine ganze Menge Tools, die man heutzutage sehr billig zu Hause haben kann und die sind nicht alle immer zwingend High-End geeignet, damit dann am Ende auch ein richtig hochwertiges, verkäufliches Produkt dabei rauskommt, ungeachtet der inhaltlichen, musikalischen Qualität. Das ist ja sehr unterschiedlich so. Aber ich denke, ganz wichtig ist, dass man immer darauf schaut, dass man versucht, sich professionelle Unterstützung zu holen. Das heißt, man sollte nicht zwingend darauf vertrauen, ich bin schon super so in meinem Computerprogramm und habe dann nie so meine Sounds zusammengebastelt, sondern auf jeden Fall das Ganze in einem Studio einfach checken oder mit einem Sound-Engineer zusammenarbeiten, damit man einfach eben diese ganzen Elemente ausschließen kann, so die Fehler, die dann eben auch Geld kosten, viel Geld kosten können. Das gleiche betrifft auch grafische Geschichten. Das heißt, man sollte, wenn man sowas noch nie gemacht hat, einfach zu einem professionellen Grafiker gehen und das dort nochmal checken lassen, weil ansonsten kostet es nur Geld. Und vor allen Dingen sollte man halt, wenn man anfängt, einfach seine Budgets checken und versuchen, einfach sehr, sehr schlicht und sparsam zu arbeiten, weil wenn man sich das einfach mal durchrechnet, zum Beispiel die 1.000 oder auch 1.400 Euro für eine 300er Auflage, da sind wir schon bei Kosten von 4, 5, 6 Euro, je nachdem irgendwie so pro Stück. Und wenn man überlegt, wie viel, was vorne der Kollege gesagt hat, und wie am Ende dann auch der Händler dafür bezahlt, damit die Platte dann im Handel steht, dann weiß man, dass man da Verluste machen wird mit einer 300er Auflage. Das heißt, man sollte sehr genau darauf achten, wie viel Geld hat man zur Verfügung und dann eben sagen, okay, leider kann ich kein farbiges Vinyl machen, leider kann ich das nicht machen. Ich sollte einfach darauf achten, was sind so meine Kernelemente, was ist das, was meine Musik so besonders macht, und darauf Wert legen, damit man einfach sich dann so Stück für Stück nach oben entwickeln kann, erfolgreicher werden kann, aber eben dabei auch Geld spart. Okay, hast du noch schnell einen Tipp am Schluss, Sven, was noch nicht gesagt wurde? Ich glaube, ich kann dem Ganzen einfach nur zustimmen. Also Grafik ganz wichtig. Ja, also die Parts, das kenne ich immer so, ach, vergessen hier, und wieder eine Anmeldung, genau. Ne? Zeit muss man halt auch mitbringen, das ist wichtig. Ja, ich hätte gern Vinyl gestern. Genau. Ja, aber das mit dem Blut finde ich toll. Also das hätte ich gerne auch mal. Wenn ich mal irgendwann singe, komme ich auf euch zu. Gut, ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Danke für eure Fragen. Vielen Dank für unsere Partner. Vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt. Handle with Care, Emil Berliner Studios und Discpartner. Besten Dank. Und ja, die Summer University of the Arts bedankt sich mit Vinyl Comeback und gibt rüber zu Gig mit.
Correct mit Matthias. Vielen Dank.